Servus Leute, wir sind wieder vom Team Magic Underground. Wir sind wieder an einer Uferlagerung. Irgendwo im Schiefergebirge. Dabei der Thorsten. Ein bekannter Erbexer. Bibi. Und der wie immer blöde filmt. Hinter uns seht ihr einen Eingang, wo wir gleich reingehen. Und bevor ihr wieder schreibt, ja, ich setze da noch meinen Helm auf, aber zum Filmen ist das so jetzt erstmal angenehmer. Hier sieht man auch schön, da ist zu vermuten, dass da Bahnschienen lang gefahren geführt haben zum Abtransport auf die Halde da hinten und dann hier so in den Berg reingelaufen sind. Vielleicht ging es auch noch weiter, vielleicht war das nur eine Trafostation hier. Vielleicht gibt uns auch der Berg darüber Aufschuss. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wieder, wenn wir drin sind. Wir sind noch so ein bisschen am Packen. Also, da kommen unsere Preistruppe. Jeder hat hoffentlich vorne beim Souvenirladen kräftig eingekauft. Und auch Patrick, für dich vielleicht schön zu sehen, die ganzen kleinen Hügelchen, das waren alles Eisenbahnschwellen. Christian, hab's halt mit dem Namen. Also der erste Zugang links ist schon mal verfüllt. Hier nochmal schön zu sehen die Eisenbahnschwellen. Boah, das könnten wir auch mal fotografieren. Ein wunderschöner Baumpilz oder was das auch immer ist. Wir folgen weiter dem Gang. Man fühlt sich so ein bisschen, als wenn man auf Bahnschienen läuft. Verbruch. Oha. Das ist Verbruch. Also unter uns gibt es definitiv noch mal eine Sohle, die man unschwer erkennen kann. Darf der Fotograf mal ran? Ich schätze, dass das mal eine Halle war, die verschüttet ist oder nicht mehr gebraucht worden ist. Dann geht es weiter in den Berg. Wir haben hier wieder einen Abzweig nach rechts. Ich würde sagen, wir folgen erstmal rechts rum. Das geht wieder Richtung Bergausgang. Der Wasserstollen ist. Gucken wir mal. Bei DSP können wir uns ja merken, das war der einzigste Abgang. Und der Pfeil ist zum Rausgehen. Das können wir uns ja merken. Ja, außer wir sind vorne ja direkt ab, so schräg runter. Genau. Weil hier jetzt wieder kühler, dann vermuten wir, dass wieder zum Ausgang geht. Wow. Stopp.
Also, bevor wir jetzt da hochgehen, gucken wir erstmal nach da. Ein Ausgang. Oh. Wow. Alter, leck mich doch fett am Arsch. Was so? Ich würde sagen, wir gucken erst mal da hinten um die Kurve rum. Vorsicht. Und auch wieder hier die schönen Versinterungen und Stalagmate, Stalaktite, die durch das Eisenerz hier drin braun gefärbt sind. Das hat also jetzt nichts mit Umweltverschmutzung oder so zu tun. Das ist schon Wahnsinn, was die hier früher rausgebaut haben. Also Bibi und Thorsten haben gerade einen weiteren Eingang entdeckt. Sieht auch gut aus.
Also es geht weiter in den Berg hinein. Ja. Gehen wir mal rein. Also ihr seht, die Asten kommen schon durch. Christian ist schon bei uns, jetzt kommt Bibi, so wie das aussieht. Ein Gang kreuzt den anderen Gang. Jetzt kommen wir auf eine weitere Sohle. Hier liegen noch Schläuche. Einmal nach links, einmal nach rechts. Ich würde sagen, gehen wir erst mal rechts, bevor wir links weitergehen. Also, wie ihr mitbekommen habt, links, rechts, hoch, runter. Die Uferlagerung hat es ein bisschen in sich, mehr als eine Beschreibung. Es liegen hier über Leitung, Wasserrohre und da vorne ist der Ausgang, der bewässert ist. Gut. Ihr seht, da vorne ist der Ausgang mit dem See, den wir von außen gesehen haben, der vermauert ist. Ja. Gucken wir mal darüber, weil da geht's raus. Kann sein, dass die hinten eine Quelle gefasst haben. Weißt du, wie ich mein? Die steilen Stalagmate. Hier ist Ende, dann geht's links rum. Jetzt wissen wir auch, warum hier das liegt, mit einer Wasseruhr. Das ist, denke ich mal, von dem Dorf hier, der Brunnen, der hier künstlich aufgestaut wurde. Das ist die Wasserversorgung von dem Ort hier. Weil das Ort hier hatte vielleicht gerade mal 50 Einwohner, das wird es auch erklären. Wir werden einer weiteren Halle.
Über uns noch ein Stollen. Also da oben haben wir gerade noch einen Stollen entdeckt. Und er kam da raus. Da dürften wir wieder in die Halle kommen, die verschüttet ist, in der wir waren. Gehen wir mal weiter. Oh, da hat jemand Durst. Aber kann man denn auf einem niedlichen kleinen Regal. Ich würde sagen, gucken wir uns erstmal die Halle an und dann nehmen wir den weg mal. Ne? Ah ja. Den Scheiß müssen wir irgendwie rausgebracht haben. Der ist verschüttet. Wahnsinn. Da oben ist auch noch mal ein Gang, siehst du das? Ja. Vielleicht die Sohle, wo Pfanne schräg hoch ging, weißt du? Also wie ihr seht, wir sind zu viert. Nein, wir sind immer noch zu viert. Wir haben bis jetzt keinen verloren. Ihr habt gute Chancen, das Video zu sehen. Da man kommt man von der Halle rein, wo verschüttet ist. Und ich tippe, dass man dann da zu dem Trinkwasserbehälter kommt. Der war ja da hinten, von der Rückseite quasi. Also links geht es jetzt noch mal in die große Halle. Das ist wahrscheinlich der Grund war.
Da geht's noch mal in die große Halle. Können wir mal kurz reingucken, bevor wir nach hinten gehen. Dass ihr das auch mal von der anderen Seite seht. Wir bleiben hier stehen. Ein bisschen Abstand. Schiefer ist brüchig. Seht ihr da oben noch einen schönen Durchgang. Und direkt da waren wir gerade gestanden. Also hier hingen dann zum Beispiel Versorgungsleitungen dran oder Lampen früher. Also es wird wieder kühler. Entweder ist Wasser in der Nähe oder ein Ausgang. Vielleicht auch beides. Uha. Wow. So sehen die ganzen Wände hier aus. Hier ist wohl eine Farbdose explodiert. Also jetzt wird es interessant. Ich glaube, da hinten dran geht es nicht weiter. Aber so hat man unter Tage gebaut. Irgendein Abstellraum oder Sprengkammer oder WC war dahinter. Sehr schön, dass das noch so erhalten ist. Stahllampe. Also hier stehen wir wieder in so einer Riesenhalle. Also hier kommen wir Maschinen. Was jetzt schön.